Hallo Leute, ich bin's und ich wollte eine kleine Sache ankündigen. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber meine Stimme ist gerade auf Top-Niveau. Heute Morgen am Frühstückstisch war sie einfach praktisch weg. Also ich konnte kaum sprechen. Dann habe ich gehustet und dann war sie wieder da. Und jetzt war sie gerade eben wieder einfach weg. Jetzt geht sie wieder. Und oh, jetzt muss ich husten gleich. Ich möchte kein Mitleid von euch, aber ich möchte euch nur eine Sache sagen. Und zwar, dass es durchaus sein kann, dass nächste Woche nicht jeden Tag ein Video kommt. Einfach weil so das Aufnehmen jetzt nicht so einen Bock macht und ich habe Donnerstag gar nicht mehr da bin. Also ich bin Donnerstag, Freitag und Samstag gar nicht zu Hause. Bin ich in Berlin. Ja, in Berlin, man glaubt es nicht, Berlin City, bin ich da, aber ja, auch nur diese 3 Tage. Ja, wir wollen natürlich wieder mal einen Rückblick machen, das soll jetzt mal wieder kommen. Ich habe hier meinen Kanal offen. Was kam in die Woche? Was kam in die Woche? Ich muss mir mal kurz überlegen, die Woche ging, wir haben heute den 31., also vom 25. bis zum 31. Jetzt muss ich gucken, ob das hier am 25. kam. Wann kam dieses Video? Am 17. Ach du Schande. Dann müsste das hier am 25. gekommen sein. 24. Okay. Dann Super Smash Bros. Brawl Part 3. Genau. Damit ging die Woche los. Das heißt, es kam dann mal wieder. Also hier steht jetzt vor 5 Tagen, vor 4 Tagen, vor 2 Tagen, vor einem Tag. Also die Woche war ganz okay. Das hier ist dann der 26.1. Und dann haben wir hier den. Sie 28. Okay, also das ist mit The Legend of Zelda, da war die Geschichte da. Ich habe in dieser Woche ein Display, was Design angeht. Also ich habe. Wenn ihr seht, Super Smash Bros. Brawl Part 2, das Thumbnail und das von Part 3. Da ist ja ein Unterschied zu erkennen. Aber. Also von der Zahl her. Von der Schrift. Schrift hat das dieselbe, aber sie ist halt. Hat halt so einen Effekt drauf. Dasselbe geht jetzt auch für Zelda und Super Mario Bros. Lost Levels. Das heißt, der letzte Part. Ich war halt echt, hatte echt keinen Bock mehr nach dem Part. Aber ich denke mal, ich werde jetzt trotzdem weitermachen. Smash kommt dann bald mal wieder. Ist, glaube ich, sogar das nächste Projekt. Ne, Pokémon muss mal wieder kommen. Shit, das kam vor 2 Wochen das letzte Mal. Gott, oh Gott. Pokémon Rubin, Heilige. Dabei ist das so ein cooles Spiel. Aber naja. Ich habe mal gerade Wii Online Part 1 gestern hochgeladen. Es hat bisher 4 Aufrufe. Und ich meine, ich habe ja generell nicht so die hohen Klicks und so. Aber das ist schon. Also, mal gerade Wii Online ist halt. Solltet ihr euch das Video mal anschauen. Denn es ist kein gewöhnliches Let's Play. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so wie das andere. Deswegen steht ja auch nicht Mario Kart Wii Online Hashtag 01 und dann Online-Matches mit Koopa oder so. Sondern steht ja, was geht hier ab? Wie Online 01, weil das kein reguläres Let's Play ist. Und ich habe auch erst überlegt, ob ich ein anderes Thumbnail-Format benutze als das normale, was ich habe mit Logo, Zahl und Artwork. Oder ob ich da irgendwas anderes mache. Aber das Video ist halt stark geschnitten. Also da sind. Ich habe mich ein bisschen von Nebelneek inspirieren lassen, also keine Sorge. Ich schreie da jetzt nicht rum die ganze Zeit oder so. Aber ich muss halt wirklich sagen, dass ich die Art, wie er seine Videos gestaltet, wirklich sehr gut finde. Und mir das gefällt, muss ich sagen. Allerdings, keine Sorge, das ist einfach nur ein, wie nennt man das? Also es ist jetzt einfach auch nur zum ein einziges Mal anscheinend jetzt gewesen. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das ist, so ein Video zu machen. Ich werde den Titel auch wieder ändern, also zum regulären Format. Weil ich habe jetzt ein Marker wie online wohl nicht so aufwendig schneiden werde. Denn es ist schon, also ich saß da bis 2 Uhr nachts und dann am nächsten Tag auch nochmal 3 Stunden, 2 Stunden. Will jetzt ja nicht übertreiben. Es war schon aufwendig. Auch wenn es eigentlich, man denkt, hey, du hast doch bloß die so Amps, Gedankenpausen und sowas rausgeschnitten. Trotzdem, mir persönlich gefällt das Video zwar sehr gut, aber anhand der Resonanzen anscheinend ist es jetzt noch nicht so krass. Das kann ich natürlich noch ändern, aber ich denke, ich werde auf das ganz normale Let's Playen umsteigen. Also da ganz normal.
einfach kommentieren und da nicht großartig was schneiden, weil die Mühe ist es dann irgendwie, ich will nicht sagen nicht wert, aber irgendwie lohnt es sich nicht so, wisst ihr? Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah geil, Alter, ich krieg's voll zurück. Gut, wie der liebe Ballando ja auch mal gesagt hat in dem Marketing Online Part, oder generell auch so, Aufwand ist nicht gleich, was hat er gesagt, Rückmeldung oder Aufmerksamkeit, nicht Aufmerksamkeit, Aufwand ist nicht gleich irgendwas, dass man, dass es nicht darauf ankommt, wie viel Aufwand man reinsteckt, also das hat nichts damit zu tun, wie am Ende die Resonanzen sind. Ich krieg gerade den originalen Wortlaut nicht mehr hin. Aber ja, ich habe einen neuen Banner, ich habe ziemlich viele neue Banner erstellt. Mit anderen Bildern und so im Hintergrund, das einfach ein bisschen freundlicher wirkt. Jetzt haben wir gerade den Pikmin-Banner drin, der gefällt mir sehr gut. Aber ja, nächste Woche, wir fangen an morgen, Montag, wahrscheinlich mit Smash, weil ich Pokémon, ich nehme heute noch Pokémon auf. Ja. Dann fangen wir morgen mit Pokémon an, dann Smash, dann Mario Kart Wii Offline und dann, oh Gott, Diddy Kong Racing. Schande, das ist auch so ein Projekt, ne? Also, ich weiß nicht. Außerdem, im Banner steht jetzt ja Let's Plays News Toplisten. Toplisten kommen bald. Ich kann schon mal teasern: 5 Dinge, die Nintendo NX unbedingt braucht. Das kommt. Top 5 Mario Soundtracks kommt auch. Und Top 10 Mario Soundtracks. Und Top 10 Zelda Soundtracks kommt auch. Und die News. Ich möchte gerne so eine wöchentliche Art News-Show machen. Oder einfach so, das sind, beziehungsweise mit News ist mehr jetzt so gemeint, zum Beispiel, wenn jetzt ein Gerücht kommt zu dem, keine Ahnung, Smash Bros. Als NX-Launch-Titel. Jetzt kackt meine Stimme ab. Alter, jetzt kackt sie richtig ab. Als NX-Launch-Titel. Dass man dazu einfach ein bisschen was erzählt. Das meine ich mit News. Und ja. Ansonsten, Mario Kart Wii Offline ist momentan das stärkste Projekt. Es hat immer noch super Klicks. Ich kann ja mal kurz gucken. Der erste Part hat 22 Aufrufe, der zweite 7 und der dritte 18 und der vierte 12. Also ich weiß nicht, was anscheinend der Blumencup ist anscheinend nicht so beliebt wie der Sterncup. Der ist ja auch cooler, der Sterncup. Und Online-Modus ist anscheinend sehr uninteressant. Das werde ich so 30 Parts oder so lang machen, den Online-Modus, und dann wird es auch vorbei sein. Denke ich mir immer so. Vielleicht auch länger. Vielleicht nimmt auch das Interesse noch zu. Keine Ahnung. Ansonsten kommt ja bald auch, wenn Mario Kart Wii Offline vorbei ist, eine Woche danach, kommt Super Mario Kart. Also das erste. In der 150er CCM Challenge. Ohne Items. Wie beim originalen Let's Play von mir. Das war allerdings die 100 CCM-Klasse. Und da haben wir die 150er-Klasse, wo es halt asozialer ist als jemals zuvor. Und ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Da habe ich noch. Das kam irgendwie mal durch so eine Art Wette oder so ein. Hab mal irgendwie zu Marvin, ob das eine Aufnahme war, habe ich gesagt, ich mache das 2016 irgendwann. Mario Kart Super Mario Kart meine ich natürlich. 150er CCM. Habe ich gesagt. Und ich halte mein Wort, ich mache das. Ansonsten, ja, gibt es eigentlich sonst nichts mehr zu sagen. Neuer Stundenplan. Zweimal nach der 9. Stunde, am Montag und Donnerstag. Geht. Ist okay. Und ja, werde ich gucken. 2 Videos am Tag sind eigentlich drin. Das sollte auch demnächst wieder klappen. Wenn ich mich daran gewöhnt habe. Und dann danke fürs Ansehen und schönen Start in die neue Woche. Bis morgen und ciao.